Hallo und herzlich willkommen, ich bin Karl, der Landschaftsbauer, und heute baue ich einen Bachlauf für eine Kundin und werde dabei jeden Schritt im Detail zeigen. Auf dieses Video habe ich mich besonders gefreut und ich denke, dass ein Nachbauen mit Hilfe dieses Videos sehr gut möglich ist. Vielen Dank an alle Zuschauer für die vielen Likes, Kommentare und Abos in der letzten Zeit, denn so ist es mir möglich, neue Videos für euch herzustellen. Wir befinden uns heute in einem ziemlich kleinen Garten und daher habe ich auch einen kleinen Bachlauf von ca. 3 Metern Länge geplant. Die Bachlaufgröße ist aber problemlos veränderbar, je nachdem wie viel Platz euch für den Bau zur Verfügung steht. Ich steche mir zunächst ein Quadrat von ca. 70 x 70 cm ab und entferne die Grasnarbe. Dann hebe ich das erstellte Quadrat ca. 70 cm tief aus. Den Aushub fahre ich nicht ab, sondern verwende ihn als kleinen Hügel für unseren Bachlauf. Denn damit Wasser fließen kann, brauchen wir Gefälle. Dafür ist es wichtig, den Boden von Anfang an gut lagenweise zu verdichten durch Antreten. Denn der Bachlauf soll ja später nicht absacken. Übrigens findet ihr meine verwendeten Werkzeuge und Arbeitsmittel in der Videobeschreibung, also wenn ihr da Bedarf habt, nutzt bitte die Links, um euch zu bestellen, was euch fehlt, um die Arbeiten durchzuführen. Ich schräge die Kanten hier nun schon mal etwas ab. Und den Hügel bilde ich etwas länglich aus. Jetzt wird der Boden sandiger, aber das ist gut, denn Sand lässt sich besser verdichten. Unrat, Steine oder so wie hier Glasscherben entferne ich gleich, denn wir wollen die spätere Bachlauffolie ja nicht gefährden. Jetzt ergänze ich noch ein paar Schubkarren Boden, der mir auf der Baustelle zur Verfügung steht. Dadurch wird unser Hügel noch etwas größer, dies ist aber nicht zwingend nötig. Vielleicht habt ihr ja noch etwas Boden oder Sand herumliegen, den ihr hiermit verwenden könnt. Oder ihr habt bereits ein natürliches Gefälle im Garten, wo sich der Bachlauf prima hineinbauen lässt. Ihr seht, dass ich hier die Oberkante schon etwas in Richtung Loch abgeflacht habe und ich nutze diesen Handstampfer, um nochmal zu verdichten. Jetzt habt ihr euch sicher schon gefragt, was in das Loch kommt, und das werde ich jetzt schon mal vorbereiten. Es handelt sich um einen Sickerwürfel, den ich jetzt erst noch zusammensetzen muss. Das geht aber ganz einfach und schnell mit diesen kleinen Pins. Eine Seite bleibt erstmal offen, aber dazu später mehr. Der Sickerwürfel sollte möglichst gerade eingebaut werden, dazu ziehe ich den Boden im Loch gerade ab. Der Würfel hat das Format 60 x 60 x 60 cm und das Loch ist ca. 70 tief, sodass er später etwas tiefer im Loch sitzt.
So läuft das Wasser später besser rein und es ist optisch leichter zu verdecken. Als nächstes lege ich ein dickes Schutzvlies aus, dies ist 500 Gramm pro Quadratmeter schwer. Danach kommt die Teichfolie. Vlies und Folie verwende ich in 2 Meter Breite und 5 Meter Länge. Das passt gerade eben so mit dem 60er Würfel. Den 60er Würfel habe ich auch nochmal in Vlies eingepackt, so kann er die Folie nicht beschädigen. Jetzt geht es weiter mit dem Unterbau des Bachlaufs. Die unterste Staustufe forme ich mit Hilfe eines Rasenbordsteins. Ich nutze nur etwas Beton, damit er nicht umkippt. Die Oberkante setze ich so circa 15 cm über Oberkante Sickerwürfel. Jetzt wird der weitere Bachverlauf ausgeformt. Die zweite Staustufe setze ich mit alten Pflastersteinen. Hier reicht nur etwas Beton, damit sie nicht umkippen. Höhenunterschied zwischen den Staustufen ist ca. 20 cm. Die dritte Staustufe ist bereits die oberste. Alle Staustufen sollten schön gerade ausgeführt werden. Jetzt wird der Bach noch von außen rundherum eingefasst. Wichtig ist, dass die Außeneinfassung mindestens 5 cm höher liegt als die Staustufen. Besser noch 10 cm. Mit der Schaufel lassen sich die einzelnen Becken zwischen den Staustufen gut ausformen. Die unterste Stufe ist mir doch etwas zu schmal und ich mache sie noch etwas breiter mit Pflasterstein. Jetzt klappe ich das Vlies und die Folie einfach zurück über unser neues Flussbett. Hier außen an der Folie ist noch Platz zum Erdreich. Dies wird aufgefüllt und verdichtet. Das überhängende Schutzvlies um den Gitterwürfel schneide ich ab. Dabei aufpassen und nicht die Folie schneiden.
Jetzt verlege ich hier auch schon mal den 25 mm Schlauch, der genau durch das Gitter passt. Ich lege ihn durch die Seitenwand und nicht später durch den Deckel, so ist der Schlauch nicht im Weg, wenn man den Deckel mal abnehmen möchte. Als nächstes müssen die Bachlaufsteine vorbereitet und ausgesucht werden. Ich verwende diesmal Sandbruchgestein, auch Wasserbausteine genannt. Diese finde ich farblich interessant und sie lassen sich leicht bearbeiten. Für unseren Bachlauf sind die Steine zu groß und ich zerkleinere sie mit dem Vorschlaghammer. Dabei versuche ich möglichst ein paar flache Steine zu erhalten, wo das Wasser schön drüber laufen kann. Diese kann ich dann später in die kleinen Staustufen einbauen. Beim Zerschlagen entsteht auch Schotter, den ich später auch gut gebrauchen kann, für kleine Lücken zwischen den größeren Steinen im Flussbett. Insgesamt achte ich darauf, viele verschiedene Größen zu bekommen, das wirkt später natürlicher. Das funktioniert besonders gut mit diesem Bruchgestein. Zum Beispiel bei runden Kieselsteinen würde ich das so nicht machen. Bevor ich anfange, Steine in den Bachlauf zu legen, schneide ich aus den Vliesresten eine Unterlage als Schutz für die Folie. Das Vlies sollte nicht über die Kanten ragen, denn das könnte später zu Wasserverlust führen. Dann beginne ich, die erste Staustufe zu bauen. Hierfür müssen Steine übereinander gesetzt die richtige Höhe ergeben. Hier muss man viel ausprobieren und ändern, bis es passt. Für die erste Reihe nutze ich kleinere, möglichst gleich hohe Brocken, worauf ein größerer, breiter Stein kommt. Wenn die Höhe und die Stabilität stimmt, kommt spezieller Bachlaufschaum zum Einsatz. Dieser Landscaping Foam wurde mir freundlicherweise von der Firma Aquaforte zur Verfügung gestellt und hat viele Vorteile. Zunächst ist er einfach zu verbauen. Wenn man Steine lose übereinander gelegt hat, lassen sich die Zwischenräume später leicht mit dem Schaum und dem beiliegenden Rüssel verfüllen. Wobei der Schaum sich ausdehnt, aber die einzelnen Steine nicht verschiebt oder wegdrückt. Der Schaum füllt die Lücken zwischen Stein und Folie perfekt aus, sodass hier später kein Wasser unter den Steinen langläuft, sondern schön über die obersten Steine abläuft. Der oberste Stein von jeder Stufe sollte quer zur Laufrichtung des Wassers waagerecht verbaut sein. Das prüfe ich hier mit der Wasserwaage. Jetzt habe ich die erste Staustufe eigentlich schon fertig und so sieht es jetzt aus. Es geht gleich weiter mit der darüber. Hier möchte ich diesen größeren Stein obendrauf einbauen. Daher suche ich Steine, die darunter kommen und die richtige Höhe aufweisen. Der oberste Stein sitzt ca. 3 cm höher als die Folie an der Staukante. Die Steine der Staustufen werden als Ganzes durch den Schaum so fixiert, dass sie stabil sind und nicht zusammenfallen.
Dies ist auch im Hinblick auf Sicherheit von spielenden Kindern am Bachlauf später nicht zu vernachlässigen. Ich gehe schrittweise vor und baue zunächst die Mitte der Staustufe auf. Dann kann danach rechts und links mit passenden Steinen aufgefüllt werden. Man muss nicht gleich alles auf einmal schäumen, denn der Schaum bildet schnell eine Haut, die nicht mehr gut klebt. Als nächstes setze ich erstmal den Deckel auf die Gitterbox, sodass ich einen guten Zugang zur unteren Staustufe bekomme. Die Staustufe kommt hier nicht auf das Gitter, sondern kurz davor, sodass man später den Gitterdeckel abnehmen kann, ohne die Staustufe entfernen zu müssen. Die Folie muss locker liegen und darf auf keinen Fall spannen. Lieber kann man kleine Falten lassen, hier gehe ich ähnlich vor wie bei den vorangegangenen Stufen, allerdings achte ich darauf, dass ich jede Staustufe unterschiedlich aufbaue. Ich verwende zum Beispiel nicht immer einen großen Stein in der Mitte, sondern achte darauf, die Steingrößen und Anordnungen zu variieren. So wirkt der Bachlauf noch natürlicher. Die Sandbruchsteine lassen sich auch gut bearbeiten, falls die Höhe oder Form nicht ganz stimmt. In vorangegangenen Videos habe ich die Staustufen mit Beton fixiert. Diese Bauart funktioniert zwar, ist aber gerade in Bezug auf Frosteinwirkung im Winter nicht perfekt. Feuchtigkeit kann eindringen und durch Frost die Steine vom Beton lösen. Der Schaum aber sorgt für eine flexible, dauerhafte und leichte Bauweise, die frostunempfindlich und schonend für die Folie ist. Ich suche nun flache, dünne Steine, die direkt hinter der Staustufe die Folie abdecken. Ich habe mir alle verfügbaren Steine direkt neben dem Bachlauf schön ausgebreitet, damit ich besser passende heraussuchen kann. Natürlich hilft es, ein gutes Auge mit Vorstellungskraft sowie Erfahrung zu haben, aber es passt nicht jeder Stein auf Anhieb. Meistens passt er dann aber woanders. So packe ich Steine, die nicht so flach sind, hier zwischen die Staustufen auf das Vlies. Diese brauche ich auch nicht fixieren, aber ich achte darauf, dass keine großen Lücken entstehen. Passt einer bei den Staustufen, so klebe ich ihn gleich an, bis die gesamte Folie verdeckt ist. Das sieht nicht nur gut aus, es schützt auch die Folie. Innerhalb von 4 Stunden ist der Schaum schon trocken. Beim Aushärten dehnt sich der Schaum weiter aus und einige Blasen kommen zwischen den Steinen hervor. Das kann man sicher vermeiden, wenn man noch etwas weniger Schaum nimmt als ich, aber ich nutze lieber etwas mehr als zu wenig. Den überstehenden Schaum kann man leicht entfernen. Dazu kann man ein Messer zur Hilfe nehmen, aber aufpassen, dass man die Folie darunter nicht einschneidet. Der Schaum ist jetzt kaum noch zu sehen, die 3 Staustufen sind nun fast fertig und ich möchte nun zum ersten Mal testen, ob das Wasser wie geplant über die Steine läuft oder ob noch etwas geändert werden muss. Dazu lege ich einfach den Gartenschlauch in das obere Bachlaufbecken und bin mal gespannt, wie es nun unten bis in die Gitterbox läuft.
Und ich bin mit dem ersten Test sehr zufrieden. Es läuft kein Wasser über die Seiten und die Staustufen funktionieren wie geplant. Und durch den Wasserdruck wird die Folie jetzt überall schön angedrückt, bevor weitere Steine verteilt werden. Jedoch bin ich mit dem obersten Teil des Bachlaufs noch nicht zufrieden. Hier habe ich schon einige Steine verlegt, die ich jetzt aber nochmal rausnehme. Ich möchte hier eine kleine Quelle bauen, über die der Bachlauf später mit Hilfe der Pumpe gespeist wird. Ich versuche zwei Steine als Unterlage zu finden. Das ist nicht so einfach, denn diese sind vielleicht etwas zu hoch, denn ich möchte diesen Stein obendrauf platzieren. Das ist schon mal nicht schlecht, aber ich bin nicht ganz zufrieden. Irgendwie sind die beiden Klötze zu groß und gleichförmig. Ich will nochmal was anderes ausprobieren. Die unteren Steine sollen etwas kleiner sein, damit der obere Stein einen schönen großen Vorsprung hat. So gefällt mir das schon sehr gut und ich kann mir vorstellen, wie das Wasser schön über den Vorsprung läuft. Jetzt will ich den Quellstein seitlich einfassen, sodass eine kleine Grotte entsteht. Na, das war nix. Ich mache mit kleinen Steinen weiter. Der Schlauch soll hier von hinten angeschlossen werden. Rechts und links sollen die Steine etwas höher stehen, damit das Wasser nicht seitlich wegläuft. Von hinten möchte ich die Quellgrotte mit diesem schönen Stein schließen, sodass das so aussieht, als käme das Wasser aus dem Felsvorsprung. Jetzt kommt wieder der Landscaping Foam von Aquaforte zum Einsatz. Ich beginne unten die Zwischenräume auszuschäumen. Und dann setze ich einen Stein nach dem anderen darauf, so wie vorher trocken ausprobiert. Jetzt wird noch der Schlauch mit eingesetzt und so muss es erstmal hart werden. Hier diese kleinen Steine klebe ich auch noch an. So ist auch hier die Folie besser geschützt. Während das jetzt alles schön aushärtet, zeige ich euch, was ich diesmal für eine geniale Bachlaufpumpe verbaue. Aquaforte hat uns für dieses Video diese O+ Vario 10.000S zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle und nun wollen wir uns die Pumpe genauer anschauen. Das Besondere dieser Pumpe ist die stufenlose Regulierungsmöglichkeit mit Hilfe dieses Controllers. Außerdem sind natürlich ausreichend Schlauchanschlüsse für sämtliche Schlauchdicken enthalten. Und natürlich die Pumpe mit Gehäuse, welches sich auch leicht öffnen und reinigen lässt. Jetzt werde ich die Pumpe an den Schlauch in der Gitterbox anschließen. Dazu verwende ich zusätzlich immer eine Schelle, denn durch den Druck kann sich der Schlauch leicht mal lösen. Ich nutze diesen 25 mm Schlauch, denn er lässt sich gut durch das Gitter ziehen und zwischen den Steinen verstecken. Man kann natürlich einen dickeren Schlauch verwenden, dann bekommt man noch etwas mehr Leistung. Vor dem Anschluss der O-Vario 10.000S schaue ich nochmal in das Gehäuse. Diese Pumpe ist elektronisch regelbar und für Nassaufstellung konzipiert. Also perfekt für diesen Bachlauf geeignet. Alles klar, also Deckel wieder zu und Schlauchadapter einfach aufschrauben.
Durch das Kugelgelenk lässt sich der Stutzen gut verstellen. Das ist hier besonders hilfreich, denn so lässt sich die Pumpe bis auf den Boden der Box versenken und der Schlauch bleibt knickfrei. Der kleine Stecker lässt sich super durch die Gitterwand ziehen und wird später die Pumpe wasserdicht mit der Steuereinheit verbinden. Jetzt kann die Gitterbox geschlossen werden. Auch bei Nacht soll der Bachlauf ein Hingucker sein, deshalb hat Aquaforte uns mit dieser wasserdichten LED-Beleuchtung ausgestattet. Auch die Niedervoltverbindung zum 12-Volt-Trafo ist wasserdicht verschraubbar und macht einen hochwertigen Eindruck. Die 6-Watt-LED-Lampen wirken hochwertig und robust. Die beschwerten Standfüße lassen sich leicht gegen Erdspieße tauschen, die auch im Lieferumfang enthalten sind. Der Bügel lässt sich mit den Edelstahlschrauben entfernen, denn ich möchte die Lampen möglichst unauffällig zwischen den Steinen platzieren. Diese Lampen haben ein langes Kabel, wodurch ich frei in der Platzierung am Bachlauf bin. Das ist super. Das Set beinhaltet auch einen Lichtsensor, der die Lampen bei Dämmerung automatisch einschaltet. Die warmweiße Lichtfarbe wird super zu den Sandsteinen passen. Die erste Lampe soll den Quellbereich in Szene setzen. Ich lege ein paar Steine so, dass der Scheinwerfer dahinter verschwindet. Das Kabel lege ich unter den Steinen entlang. Den zweiten Scheinwerfer verbaue ich im Bereich der Staustufen. Mit Hilfe dieser Kabelbox stelle ich die Stromversorgung für Pumpe und Beleuchtung her. Auf dem Grundstück sind keine Außensteckdosen verbaut, außerdem stören diese oft das Gesamtbild. Ein Erdkabel mit Muffe dient als Stromversorgung und wird in die Box geführt. Den wetterfesten Pumpencontroller will ich zugänglich zwischen den Steinen einbauen. Er wird wetterfest mit dem Pumpenkabel verbunden. Die Stecker werden über die Gummidichtung und die Zugentlastung in die wetterfeste Box gelegt und angeschlossen. Jetzt noch alle Scheinwerfer an die Trafoleitung mit Dämmerungsschalter anschließen. Ich sortiere und bündele die Kabel und lege sie zusammen mit dem Pumpenschlauch unter die Folie, was einen zusätzlichen Regenschutz bietet. Das Erdkabel kann vom Haus aus geschaltet werden. Man könnte in der Box auch zum Beispiel einfach mit WLAN-Steckdosen arbeiten und die Pumpe und Beleuchtung individuell mit dem Smartphone schalten. Da wir alles angeschlossen haben, kann die Pumpe nun Probe laufen. Ich bin gespannt. Und ich muss sagen, ich bin mit der Quelle sehr zufrieden. Die Staustufen laufen sehr gut. Der Wasserkreislauf scheint sehr gut zu funktionieren. Die Wassermenge ist aktuell die volle Pumpenleistung, also 10 Kubikmeter pro Stunde. Sie lässt sich je nach Wunsch reduzieren. Ich lasse die Pumpe laufen, während ich weiter Sandsteine platziere. Die verschieden großen Steine setze ich möglichst so zusammen, dass später keine Folie sichtbar ist. Außerdem wirkt es so solider. Auch das Gitter kann nun unter flachen Steinen verschwinden. Bekomme ich einen Stein in die Hand, der nicht auf das Gitter passt, platziere ich ihn anderswo am Bachlauf.
Hier vorne verbaue ich jetzt noch die dritte Lampe. Ein paar große Steine passen gut hier hinten hin. Ich setze sie in eine kleine Rille, sodass sie nicht wegrollen. In die Zwischenräume lege ich nun noch kleinere Steine. Das Zwischenergebnis gefällt mir. Schön, wie sich die Sonne auf dem Wasser spiegelt. Bevor der Bachlauf zusammen mit dem Garten bepflanzt wird, werde ich noch einige umliegende Arbeiten durchführen. Dafür wird zunächst die Grasnarbe entfernt. Damit forme ich eine kleine Erhöhung. Auf beiden Seiten des Bachlaufs zeichne ich mir die Gartenwege an. Einfache verzinkte Stahlkanten bilden die Einfassung. Auf der anderen Seite soll der Weg teilweise mit einer kleinen Trockenmauer eingefasst werden. Gleichzeitig wird damit das Gelände abgefangen. Ich nutze natürlich die gleichen Steine wie im Bachlauf. Das Wiederverwenden von gleichen Materialien lässt auch hier den Garten später harmonischer wirken. Detaillierte Infos zum Bau von größeren Natursteinmauern findet ihr auf meinem Kanal. Die Pflanzen sorgen sofort für eine lebendige Atmosphäre. Hier haben wir ein rötliches Zwergchinaschilf. Weiter vorne hier das Lampenputzergras, auch als Zwergform. In die Steine setze ich mehrere rötliche Sedum. Das hier ist Sandthymian, der sich schön zwischen die Steine schmiegt. Blauschwingel und hier vorne einige Stauden wie Mädchenauge und Nelken. Von jeder Art pflanze ich immer mindestens 2 Stück zusammen und lasse sie woanders im Garten wieder auftauchen.
Nach den Pflanzarbeiten wird der Boden im Bereich der Wege sowie zwischen den Pflanzen einplaniert. Ein Unkrautvlies wird im Bereich des Hochbeets verlegt. Der Weg wird auch mit Vlies ausgelegt, dazu gleich mehr. Der Rindenmulch hemmt Unkrautwachstum und Bodenaustrocknung. Wichtig ist dabei, die Pflanzen vorher nicht zu tief einzupflanzen. Ich hole mir jetzt den Kies für die Wege mit dem Anhänger. Ich nehme die Körnung 16 bis 32 mm. Beim Einbringen arbeite ich mich langsam vor, so muss ich nicht über das Vlies fahren und es bleibt schön glatt liegen. Hier hinten wird der Weg breiter, sodass später eine Gartenbank Platz findet. Erst jetzt lege ich auch den zweiten Weg mit Vlies aus, denn hier musste ich ja bis jetzt noch mit der Schubkarre durch. Mit Hilfe der Erdnägel lässt sich das Vlies sauber und stabil verlegen. Erst dann abschneiden, dann verschiebt sich nichts und es gibt keine Lücken für Unkraut. Und jetzt ist der kleine Garten fertig. Das Herzstück, der Bachlauf, plätschert gemütlich vor sich hin. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich diesmal gar keine Wasserpflanzen verwendet habe. Dadurch bleibt aber das Wasser länger sauber und der Wartungsaufwand wird minimiert. Hier noch ein kleiner Tipp, denn es haben sich bereits jetzt Fadenalgen gebildet. Mit 500 Gramm Salz ist das Problem schon am nächsten Tag behoben. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch günstig und anhaltend. Die allermeisten Wasserpflanzen vertragen aber kein Salz, stattdessen wurde am Bach mit Schilf und Gräsern für den passenden Charakter gesorgt. Hier kann man natürlich je nach Geschmack noch üppiger bepflanzen.
Ein Bachlauf hat durch das bewegte Wasser immer eine erhöhte Wasserverdunstung. Das bedeutet, die Gitterbox, also der Wasserspeicher, sollte circa einmal pro Woche mit dem Gartenschlauch aufgefüllt werden. Nun freue ich mich, wenn euch mein Video gefallen hat. Bitte lasst ein Abo und Like da und schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Karl der Landschaftsbauer.